Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dragon's Dogma 2. Ja, wir befinden uns bei Resttown, denn hier gibt es ja noch diesen etwas anderen Weg, den wir noch nicht gesehen haben, oben bei der Sphinx. Die Sphinx-Quest haben wir ja in der letzten Folge durchgespielt. Das heißt, damit sind wir soweit erstmal durch. Da oben ging es zwar noch weiter, da war noch mehr. Ich war ein bisschen etwas vorschnell. Genau, vorschnell war ich. Denn ich bin, nachdem wir die Sphinx fertig gemacht haben, sofort nach Bagpatal zurückgereist, ohne den Rest dort oben noch zu erforschen. Wir werden uns jetzt noch einmal hier durch die Gegner kämpfen und uns das Ganze einmal anschauen. In dieser Höhle waren ja, wie gesagt, auch noch Echsen und da oben waren noch Rotwölfe, meine ich, und was weiß ich was nicht alles. Das werden wir uns natürlich alles nochmal genau angucken jetzt. Weil wir jetzt ja nochmal Zeit haben. Also Sphinx-Quest haben wir durchgespielt, wir haben die Sphinx auch gekillt. Ja, für alle, die das nachspielen wollen, das war der, ich habe nachträglich nochmal nachgeprüft, tatsächlich der Weg, den man im besten Fall eingeschlagen hätte. Ja, also mit dem Verhängnisfall. Man sollte die Sphinx am Ende übrigens auch töten. Das war so vorgesehen. Das war tatsächlich das letzte Rätsel. Ne, die Sphinx am Ende zu töten war das letzte Rätsel. Wir haben also alles richtig gemacht. Wir haben jetzt auch einen ewigen Lazarusstein. Das heißt, wir können damit mehrere Gegner bzw. mehrere NPCs wiederbeleben. Um uns herum. Auf jeden Fall ein sehr mächtiges Item. Ich habe mir übrigens auch gedacht, wir werden als nächstes dann die Klasse des Kriegsmeisters spielen. Also nachdem wir den magischen Bogenschützen durchgespielt haben, werde ich die Klasse des Kriegsmeisters mal mit euch gemeinsam angucken. Ich muss zugeben, ich finde den magischen Bogenschützen extrem cool. Schon fast so cool wie die mystische Klinge. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich davon cooler finden soll. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, bin ich noch ein bisschen überfragt, was ich davon cooler finden soll. Aber beide sind auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und auf jeden Fall brauchbare Late-Game-Taktiken. Oh mein Gott. Aua. Gut. Ja, wie gesagt, wir gucken uns jetzt noch einmal hier den letzten Teil an, der hier noch übrig ist. Weil dort oben gab es ja auch noch ein bisschen was. Ne? Wir wollen natürlich auch so viel wie möglich dann hier erkunden und angucken. Hm. Ihr kennt das ja. Überall. In solchen Spielen kann überall das Item liegen, was wir vielleicht gerade brauchen. Und ich sag euch eins, das werden wir nicht liegen lassen, dieses Item. Ne, mich ärgert es schon, dass ich da oben nicht ran darf. Oh, fuck. Okay, da ist irgendjemand ist da sehr, sehr laut. Auf jeden Fall was Großes gehört gerade. Kommen da halt nicht hoch, ne? Halt ein bisschen blöd. I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? Oh. Wir müssen aufpassen, dass er uns nirgendwo runterwirft, ne?
Sieht nicht so aus, als wäre er dazu in der Lage. Digga, look at me! Ich hab ihn eingefroren und danach einfach nur noch mit... LOL. Ja, da drüben, ich weiß nicht, da komm ich halt als magischer Bogenschütze offenkundig nicht hin. Na gut, wenn das so ist, dann ist das so, dann müssen wir uns da jetzt erstmal fügen. Dann müssen wir uns jetzt erstmal fügen, da kommen wir jetzt offensichtlich noch nicht rüber. Wir sind offensichtlich alle wieder hier. Die ganzen Gegner, die hier gespawnt sind, sind alle wieder da. Ich mache so viel Damage. Look at that. Look at that Damage. Ist die Chimera mit Sicherheit auch wieder da. Der hat einen Reisestein dabei. Yes. No harm shall come to you. Thank you kindly. I did not mean to trouble you. Are you alright? Ist wieder so ein Ochskarren oder was? Ich weiß nicht, warum man die kaputt machen kann. Bringt das irgendwas? Das kann mir gerne einer. Für den Fall, dass jemand weiß von euch, kann man das gerne einer in die Kommentare schreiben, ob das was nützt, diese Ochskarren kaputt zu machen. Ist das hier noch drin? Ja, ich weiß nicht, die sind nicht ganz so worth, diese Wägen da zu looten. Die Wagen. Wagen, Wägen? Ich komme nicht auf Wägen. Ich meine natürlich die Wagen. Diese Wagen da zu looten ist nicht ganz so worth. Soll da noch sein? Da oben soll auch noch was sein? Was soll denn da noch sein? Ich kann hier irgendwo noch hochklettern oder was? Zumindest nicht als, doch, auch als Bogenschütze. Scheiße. Da oben ist mit Sicherheit ein Suchermedaillon. Wollen wir mal wetten? Mit Sicherheit ist da ein... Ach man. Kannst du nicht da hochklettern? Hallo. Ja, Katastrophe. Also vielleicht gucken wir uns das mal nochmal an, wenn eine andere Klasse dabei haben. Da komme ich jetzt im Moment so nicht hoch. Was diese Suchermedaillons anging, da war natürlich der Zauberer, der absolute Bringer. Weil man überall hinfliegen konnte mit seinem Fliegezauber. Der war natürlich, was das angeht, war das der absolute... Oh, what? Wieder so einer. Die können ja inzwischen nichts mehr. Der ist ja völlig anfällig gegenüber mein Eis. Look at that. Diese komischen Eisdinger flattern um ihn rum und er kann überhaupt nichts machen. Kann das sein, dass die Klasse magischer Bogenschütze ein bisschen overpowered ist? Noch ein Reisestein? Warum blocken die hier oben denn alle Reisesteine? What the fuck? Alles klar, gib mir ein High Five, passt. Okay, wo sind wir jetzt hier? Da schon wieder irgendwelche Knacker. Ich meine, wir kriegen, look at that, wir kriegen hier so easy tot. Wir brauchen da überhaupt gar keine Fähigkeiten für einzusetzen. Jetzt auch noch Zeug?
Fähigkeit rein. I mean, look at that. Die fallen einfach alle tot um. Der Eissturm ist auch so geil. Wieder die einfach alle verfolgt, ey. So, sorry für die Unterbrechung. Ich schneide das einfach zusammen. Ich musste gerade einmal meinen Hund rauslassen. Sonst wäre da jetzt gerade ein kleines Unglück passiert. Ne? Das ist nun mal so. Manchmal, wenn man so ein Tier hat, die müssen halt schon mal vor die Tür. Auch gerade auch wenn man, ne, die müssen ja auch mal auf Toilette außerhalb von Gassi runden. Ich was ist, ach, das ist halt da wieder der, das ist wieder der Fels, den wir da markiert haben, ne? Ja, richtig. Oh, was ist das? Eine elitäre Lagerausrüstung, ne? Die können wir jetzt im Moment nicht gebrauchen. Wir schneiden das, wie gesagt, einfach zusammen. Also wenn Folgen schon so 20 Minuten gehen, bevor ich die unterbreche, dann mache ich in der Regel an dem Tag einfach eine zweite. Ne? Dass wir so auf die Zeit kommen und wenn die Folge noch nicht mindestens noch nicht 20 Minuten gehen, wieso darf ich denn hier jetzt nicht hochklettern, verdammt nochmal? Halt dich da doch mal fest, ey, das gibt's doch gar nicht. Und wenn die Folgen halt noch nicht 20 Minuten gehen, dann. Da oben ist auch noch eine Kiste, wohl. Scheiße, Digga. Da oben ist eine Kiste. Wenn die Folgen halt noch nicht 20 Minuten gehen, dann schneide ich sie zusammen in der Regel und mache daraus dann eine lange Folge. Ja, ich finde das ist perfekt. Ich finde das ist eigentlich genau die richtige Lösung dafür, wenn man mal einen kleinen Aufnahmefehler hat. Das kommt halt öfter mal vor, ne? Gerade wenn man nicht alleine wohnt, dann gibt es immer mal wieder Unterbrechungen. So. Ist ja nicht so schlimm. Dafür kann man sich ja Abhilfe schaffen mit etwaigen Schnittprogrammen oder anderen Möglichkeiten, ne? An astounding discovery. Most impressive. Such a thing escaped my master's notice entirely. Entschuldigung. Einmal gehustet. Da war ich leider nicht schnell genug. Ich habe mich am Kaffee verschluckt. Habe mich nicht schnell genug auf den Mute-Button gedrückt. Ist aber hoffentlich nicht so schlimm. Gut, wir werden jetzt mal weiter gucken. Also da vorne, da dürfen wir irgendwie scheinbar nicht hin. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Also der klettert da halt auch partout einfach nie hoch. Will er nicht, offenbar. Vielleicht haben wir hier nochmal Glück. Wobei doch, da kamen wir hoch, ne? Ja. Hier war nicht das Problem. Das Problem war dann der Berg hier. Den wollte er einfach nicht hochklettern, ne? Ja, da fängt er wieder an zu rutschen. Das ist nicht so gut. Aber wir haben hier vielleicht eine Möglichkeit gefunden, uns da zumindest ein bisschen hochzubaggen. Vielleicht schaffen wir es. Ne, das wird wahrscheinlich nichts. Ich denke, gehe mal davon aus, dass wir da ohne Magier nicht hochkommen. Ne, der fängt die ganze Zeit an zu schlittern hier. Ne, will er nicht. Da drüben ist noch eine Kiste. Naja. Gut, dann nicht. Dann müssen wir die Kiste Kiste sein lassen. Kommen wir nicht dran. Ja, vom Grenzschrein hätte, könnte man da noch dran kommen, ne? Should we try that? Vom Grenzschrein hier rüber. Dann zu der Kiste. Ja. Versuchen wir es. Vielleicht klappt's ja. Wenn nicht, können wir immer noch hier hingehen. Wir haben da hinten ja, meine ich, auch alles so wirklich an Monstern besiegt. Wir sollten mal so klarkommen. Tis really coming down. Take heart. The worst it can do is drench our equipment. Ja, ihr Lieben, wir haben ja auch den ersten Livestream haben wir jetzt tatsächlich hinter uns gebracht, ne?
Ich bin leider seitdem nicht mehr dazu gekommen, nochmal zu streamen. Ich habe ja angekündigt, dass wenn wir diese Livestreams machen oder ihr euch Live-Let's Plays wünscht, die natürlich ja rar werden. Aber ja, hat Spaß gemacht. Ne? Habe ich aber, glaube ich, in einer Folge schon mal erzählt. Ich bin auf jeden Fall auch dafür, dass wir das weitermachen. Ich fand das wirklich cool. Das hat Laune gemacht. I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the Rift. May I show you to its location? Ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir das weitermachen mit Livestreams und immer mal wieder dann Projekte raussuchen, die wir dann auch live Let's Playen können. Ach, guck mal, was haben wir denn da? Ein weiterer Reisestein, sehr gut. Und dann ist hier nämlich die andere Kiste. Da unten, ne, oder? Oh, da, guck mal, da ist sogar eine Campsite. Hier ist die Kiste, die wir gesucht haben. Harpchenlockendes Rufzeichen. Ja, die Dinge haben wir auch noch nicht so richtig benutzt, ne? Also, ich habe schon gehört, die sollen schon nützlich sein, weil man damit an höher gelegene Orte fliegen kann. Vielleicht sollte man sowas benutzen, wenn man irgendwo irgendwie dann nicht hinkommt, weil wir haben ja jetzt auch schon einige davon gekriegt. Ja, weiß man immer nicht, ne? Denkt man auch so nicht dran, weil ich die in der Regel auch tatsächlich gar nicht dabei habe. Aber warum auch Items mitnehmen, die mir das Leben erleichtern könnten, ne? Wäre ja Quatsch. Ach, ihr wisst es. Ach lol, das ist noch eine Kiste. Look at that. Autsch! Oh, bitte macht hier keinen Körper runter, ey. Das hat, das macht Kopfschmerzen. Sag ich euch. Liebe Vasallen. Katsching, ein Robustheitsextrakt. Das ist alles Zeug, was verkauft wird. Aha, look at that. Da ist der Fluss. Da ist der Wasserfall. Jetzt sind wir wieder hier. Ja, hat sich doch gelohnt. Wir haben ein paar Reisesteine plündern können bei den Bossen oben, plus dann einen Reisestein plündern können aus einer Kiste. Also bei Reisesteinen, die sind wirklich rar, die Dinger, ne? Also muss ich ja zugeben, da die sind, bin ich immer hier sehr, sehr glücklich, wenn ich die finde. We've met no foes for some time. But is all... There's something down there. Is it safe to descend? Was? Wo ist was down? Ach, da unten, ja. Wo war denn das Lagerfeuer? Hier war doch auch eben noch ein Lagerfeuer. Wahrscheinlich eine Etage höher, ne? Weil wir könnten da vielleicht mal einmal was hört eh nicht. Aber ich glaube, es hört eh nicht auf zu regnen. Ich glaube, hier oben regnet es immer, ne? Kann dann sein. Komm ich hier überhaupt hoch? Ne, da komme ich gar nicht hoch, ne? Oder? War noch no return hier? Doch, komm. Oh, ich höre was. Ein Hacker! Aber wir haben ihn quasi gewonnen. Der magische Bogenschütze ist schon sehr, sehr stark. Ich finde den ziemlich cool. Der gefällt mir richtig gut. Also das haben wir auch eine Klasse, wo man sich die man fürs Late Game andenken könnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist auf jeden Fall auch eine Late Game Klasse, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Zusammen mit dem Magier, also der Erzmagier oder der die mystische Klinge. Aber ich finde tatsächlich den Bogenschützen noch ein bisschen cooler als den Erzmagier, weil der magische Bogenschütze hat ultra viel Damage im Kit. Ich meine, ihr seht es ja selber an den Bossen und so. Der hat ja wirklich unfassbar viel Damage im Kit. Plus dieses Healing, was er dabei hat, ne? Ich meine, wir haben ja noch die Möglichkeit, auch noch den anderen Heal-Pfeil quasi mit einzubauen, der Gegnern Leben entzieht und meine eigenen Verbündeten heilt. Das ist wirklich eine sehr mächtige Fähigkeit. Also quasi... Aua? Schleim? Kein Schleim? Kein Schleim. Das ist eine mächtige Fähigkeit. Also da bin ich auch auf jeden Fall noch am Hadern, ob ich das nicht anstatt den Querschläger mitnehme. Weil diese Blitzfähigkeit, die ich jetzt im Moment, die ich da jetzt im Moment dabei habe, dieser große Querschläger, den haben wir tatsächlich bisher noch nicht so wirklich benutzt.
Ich glaube allerdings auch, dass der eher in Höhlen nützlich ist, wo halt mehr Wände sind, die man, wo die Projektile halt abprallen können, ne? Bis jetzt ist dieser Ice Bell hier auf jeden Fall mein Favorite. Den finde ich auch extrem cool. Dieser Ice Bell, der kann einiges. Ne? I mean, look at that, der löscht die quasi von Anfang an, löscht er die quasi direkt aus, die Gegner. Und vor allen Dingen friert er die super schnell ein. Also der ist wirklich unfassbar schnell da drin, Gegner einzufrieren. Wenn man fünf Punkte sich sammelt, dann ist der Gegner quasi instant eingefroren und kann sich eigentlich auch schon bald gar nicht mehr wehren. Also ich finde die Fähigkeit wirklich diese Klasse wirklich extrem mächtig. Ich bin sehr gespannt auch noch drauf, was der Kriegsmeister kann. Ne? Klingt auf jeden Fall auch nochmal nach einer Melee-Klasse. Die Donnerschlaghöhle. Okay. Ja, Kara, das hast du hervorragend gemacht. Hat mir gut gefallen, was ich gesehen habe. Okay. Hau ab jetzt. Blöde Fledermaus. So, wir müssen uns hier auf jeden Fall jetzt einmal auch nochmal vernünftig umgucken. Denn das hier ist auf jeden Fall auch ein Areal. Wo man mal einen Bossgegner erwarten könnte. Aha. Hier, die Bitch. Da war aber noch einer. Naja, ich öffne jetzt erstmal die Kiste. Umhang der Legende. Und natürlich noch ein Suchermedaillon, ne? Seid ihr mit dem Slime ausgekommen jetzt endlich? Jetzt sind wir noch am Zaubern hier. Warum zaubert die denn immer noch? Den machen meine Leute denn da schon wieder? Ihr seid jetzt nicht so arschgeil auf die Fledermaus, oder? Das ist jetzt nicht euer fucking Ernst. Das war jetzt nicht wirklich die Fledermaus, oder? Ja, noch eine Fledermaus hier. Komm, die muss auch noch sterben. So, Mann, wir haben einen neuen Umhang bekommen. Umhang der Legende. I don't know. Es sind 4 Werten schlechter und in 2 Werten besser als meiner, also bleibt der erstmal da, wo er ist. Man muss natürlich in diesen Höhlen immer auch so ein bisschen vor den Slimes sich in Acht nehmen, ne? Die sind auch immer ein bisschen gefährlich. Also Slimes sind halt dann nicht gefährlich, wenn man Elementarschaden dabei hat, haben wir natürlich wieder massiv im Kit. Elementarschaden ist wieder, haben wir ganz, ganz viel davon dabei. Also die sind das überhaupt kein Problem, können wir mit dienen. Und hier waren wir doch letzte Mal, richtig, hier unten war nämlich der Drache. Master, my heart knows no greater peace than when I'm by your side. Ja, übertreibt man nicht, Bruder. Na, hier sind Harpiennester, die man direkt aus dem Himmel zünden, ja, ich glaube. Ja, wie gesagt, guck mal, look at that. Müssen wir hier sonst noch irgendwas reißen? Braucht irgendeinen Lattich, ne? Ich meine, Lattiche hat man von den Harpien bekommen. Aber hier ist ansonsten... Ich weiß nicht, da kann man noch rüber, ne? So wie das aussieht. Vielleicht mal einmal gucken gehen, was da drüben vielleicht noch ist. Das hier sieht eindeutig so aus, als könnte man hier einmal rüber jumpen.
Nur ein bisschen vor den Laken aufpassen, weil in den Wasserfällen sind die nämlich auch. Oh, was ist das da drüben denn noch? Komm ich von da, komm ich von hier dahin? Das ist so cool. Dieser Kampfstil ist so cool. Hier ist, aber hier ist ein Suchermedaillon. Naja, immerhin. Ja. Das ist okay. Da oben. Waren wir da oben schon? Nee, ne? Da oben drauf? Nee, da waren wir auch noch nicht. Wie kommt man da denn hin? Also da hoch. Da hinten irgendwie lang oder so? Oh, moin. Mit dich würde ich jetzt hier ungern bekämpfen. Bin ich ja ehrlich. Dich würde ich ja jetzt... Ich kann den nicht benutzen, weil wir im Kampf sind oder was? Willst du mich verarschen? Ich muss doch jetzt hier nicht wirklich einen Greifer hier oben bekämpfen, oder? Das gibt es nicht. Ich würde halt auch ganz gerne nochmal da hoch, weil da vorne sehe ich zum Beispiel noch eine Kiste rumstehen. Na gut, gehen wir erstmal zurück nach Bagbatal. Denn wir haben, Moment, eine Sekunde, ich zeige euch nämlich, was wir diese Folge auch noch zusätzlich vorhaben. Wir haben nämlich diese Folge auch noch vor, einmal hier runter zu reisen, ne? Von Bagbatal aus hier runter. Und uns anzugucken, wer Sigurd ist. Ja, hier ist nämlich auch noch was, was man sich vielleicht mal anschauen sollte. Wir wissen es nicht. Und dann ist bald, ja, weiter Questen angesagt. Ne? Wir werden jetzt einmal die Map aufdecken. Wie gesagt, hier unten fehlt noch eine Kleinigkeit. Da war aber dieser ultra-stronge Drache, den wir jetzt nicht unbedingt fighten wollten. Oder zumindest noch nicht. Wir werden den fighten. Das kann ich euch versprechen, aber zumindest jetzt gerade nicht. Und dann werden wir uns nämlich einmal kurz das hier anschauen. Und danach hier hin steppen. Das ist jetzt alles was für die nächsten 2-3 Folgen, würde ich mal sagen. Ja. Und dann porten wir uns jetzt erstmal zurück nach Bagbatal. We've made it then. What's our first order of business arisen? Und wenn wir dann nämlich in Bagbatal angekommen sind, können wir auch nochmal unsere Laufbahn einmal erhöhen. Beziehungsweise uns die neuen Fähigkeiten angucken, die wir gekriegt haben. Und da gab es ja auch nochmal kurz einen Level-Up letzte Runde. Letzte Folge? War das letzte Folge? War das noch in dieser Folge? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber wenn das in dieser Folge war. Und dann bin ich wirklich extrem gespannt darauf, was der Kriegsmeister kann. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Der könnte auch eine sehr coole Klasse sein. Weil vielleicht kann der einfach alle Klassen spielen. Vielleicht ist das so eine Klasse, der sich anpassen kann an die anderen Klassen. Mal gucken, wir werden es sehen. Wir werden das auf jeden Fall sehen. Wobei ich sagen muss, wenn das eine Klasse wäre, die sich, ich sag mal, die aus allen anderen Klassen besteht, dann wäre ich, glaube ich, ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, da könnte ich mir Cooleres vorstellen. Wir werden sehen. Wir sind ja auch noch nicht mal ansatzweise mit der Hauptquest fertig. Wir haben ja schon ordentlich gelevelt, aber haben bis jetzt ja auch noch nicht so krass viel gequestet. Also wir haben ja sehr viel auch nebengequestet, sehr viel erforscht, wie wir das ja auch gleich wieder machen werden. Ich finde halt, man muss halt jede Ecke so ein bisschen absuchen, oder man sollte, ne, wenn man so ein Spiel sich schon zulegt hier. Dann ist es auf jeden Fall, dann wüsste ich nicht, warum man da so durchrushen sollte. Ne? Dann kann man auf jeden Fall
sich auch mal jedes Eckchen und Fleckchen genau angucken. Ne? Sachen sammeln und verkaufen. Neue Sachen kaufen. Why not? Jetzt geht's erstmal zurück zur Laufbahn-Gilde. Ne, ich will noch nicht wechseln. Ich will mal gucken, was ich hier sonst habe. Also glühendes wäre. Ich weiß noch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt den, ob ich das Ding benutzen soll. Viele entflammen kann. Hm. Bin mir halt nicht so sicher. Beruhigender Blitz. Ja, der hat Schlaf gemacht, ne? Mal schlafen, weiß ich nicht. Finde ich, glaube ich, auch nicht so cool. Die Glühmesphäre, die werde ich mir mal nochmal mitnehmen. Hagelkornblitz, was war das nochmal? Also das war so ein Shot, den man aufladen konnte, ne? Und je dicker der war, desto krasser hat der gekracht. Ne, das wollten wir auch nicht haben, ne? Dann das war mit die, was war die Blitzfalle quasi, ne? Die man irgendwie hinheften konnte. Und wenn man dann da durchgelaufen ist, dann hat er da einen Blitz draus gemacht, also die konnte man so verbinden. Nee. Ja, der ist ganz cool, ne? Der ist cool. Aber im Moment auch noch nicht. Was ist das? Errichtet eine Barriere um einen Verbündeten, der Angriffe blockiert und dem Angreifer Schaden zufügt. Je stärker die Attacke, umso mächtiger der entfesselte Gegenangriff. Ja, ist auch nicht schlecht, also. Aber nö. Haben wir hier noch Produktivität. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass kleinere Ziele Gegenstände fallen lassen. Boah, nö. Muss, glaube ich, auch nicht sein. Nö, muss nicht sein. Okay. Dann machen wir hier demnächst weiter. An der Stelle, meine Lieben, verabschiede ich mich aber mal in die nächste Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dragon's Dogma 2. Freunde, bis zum nächsten Mal. Haut rein.